Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Galvatrons. Ja, heute packen wir ein Päckchen aus, was mir ein User geschickt hat, und zwar der Ghetto-Agent aka Arno. Das ist ein User, der regelmäßig bei mir kommentiert, zurzeit zwar nicht so, ich weiß nicht warum, aber eigentlich ist es ein Stammabonnent von mir, der kommentiert, und ja, er hat mir ein Päckchen geschickt, hat mich letztens gefragt, ob ich noch Xbox-Spiele sammle, und meinte ja, und dann meinte er, hätte welche, die er nicht mehr spielt, die könnte ich haben. Und ja, die habe ich jetzt angenommen und die packen wir jetzt aus. Ich habe das Päckchen schon mal ein bisschen angeschnitten hier unten, dass wir es öffnen können. Und ich sehe einen Brief. Und ja, mal gucken, was es ist. So, legen wir den Karton mal weg und gucken uns erstmal den Brief an. Habe ich die Kamera verschoben. Ich hoffe, den dürfen wir vorlesen. Ihr kennt es, glaube ich, jetzt nicht alles. Lieber Thorsten, es hat doch etwas länger gedauert mit dem Verschicken als geplant. Du wirst dich bestimmt schon gewundert haben, wo sie bleiben. Aber jetzt sind sie ja hier bei dir. Ich sag ja immer, besser spät als nie. Ich hoffe, dass du mit den Spielen etwas anfangen kannst. Auch habe ich leider in letzter Zeit keine Zeit und auch nicht die nötige Internetverbindung, mehr YouTube und auch natürlich deinen Kanal regelmäßig zu verfolgen. Du wirst bestimmt schon bemerkt haben, dass ich nicht mehr kommentiere. Ja, das habe ich bemerkt, wie gerade gesagt. Also, du bist eigentlich ein Abonnent von mir, der regelmäßig meine Videos kommentiert. Ja, und in letzter Zeit nicht. Schade, aber gut, das erklärt das jetzt mit der Internetverbindung. Aus diesem Grund möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken für die regelmäßige Unterhaltung, die deine Videos mir geben und hoffe, gegeben haben. Und hoffe, dass ich bald wieder YouTube regelmäßiger verfolgen kann. Liebe Grüße, Arno. Ja, erstmal danke für den Brief, Arno. Den bewahre ich auch auf. Und ja, mach dir keinen Stress. Wenn du wieder Internet hast, guck. Wenn du zurzeit schlechte Internetverbindung hast, lass dir einfach Zeit. Bloß keinen Stress machen. So, jetzt gucken wir mal, was der liebe Arno uns geschickt hat. Und das sehe ich schon. Die Xbox-Spiele. Da haben wir einmal Unreal Tournament 2 Awakening. Das habe ich noch nicht. Das ist ab 16 Jahren. Und die Hülle ist zwar verkratzt, aber das wusste ich. Die wird ausgetauscht. Und das hatte ich noch nicht. Ist von Epic Games. Ich glaube, das sind doch die, die auch Gears of War gemacht haben. Gestern noch ausgestochener, heute ein Held. Ausgestoßener, heute ein Held. Okay. Von Atari damals veröffentlicht worden. Ja, wie die Grafik heute ist, weiß ich nicht. Ist ein Ego-Shooter. Das ist, glaube ich, so ein Turnier-Ego-Shooter. Also man geht in so eine Arena und kämpft. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen Story-Modus hat. Und du meintest ja, nur die Hüllen wären. Ja, die Hülle hat nur ein bisschen Staub. Die Disc hat ein bisschen Staub. Sonst war alles okay. Und die Anleitung ist dick. Riecht aber nicht mehr neu, aber riecht noch gut. Das war das. Und dann haben wir hier Obscure für die Xbox. Und das ist die PEGI-Fassung. Und ich habe ja die deutsche für die PlayStation 2. Das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Survival-Teenie-Horror-Spiel, muss ich sagen. Das geht auch zu zweit an einer Konsole. Die deutsche Version, ich weiß nicht, wie es bei der PEGI ist, ich denke, es ist genauso. Die hat eine sehr gute deutsche Synchron, einen guten Soundtrack. Und das Spiel ist auch sehr gut gemacht. Was mich gestört hat, es war halt die Spieldauer, die ist sehr, sehr kurz, aber das kann man öfters durchspielen, wenn man verschiedene Dinge freischalten kann. Und ja, vielen Dank. Ich wusste jetzt nicht, dass du mir das schickst. Ich glaube, das gibt es auch für die Wii. Oder war das der zweite? Das war der zweite Teil. Also das Spiel gibt es auf jeden Fall für die PS2 und Xbox. Vielen Dank an der Stelle dafür. Das habe ich auch für die Xbox. Ja, die ist auch wie neu, nichts dran, wie du gesagt hast. Gucken wir uns mal die Anleitung an. Sehr gut gestaltet. Da werde ich die Höhen einfach austauschen und ja, geht. Die Anleitung duftet übrigens auch noch gut. Ja, und dann haben wir hier ein Spiel, was ich schon besitze, und zwar ist das Dead or Alive 3. Das ist ein Beat'em Up von Tecmo, entwickelt und von Microsoft damals vertrieben. Eines der schönsten Xbox-Spiele. Und das werde ich verlosen. Und wenn ihr das haben wollt, ja, wir machen das am besten. Ja, ich mache einfach ein kleines Gewinnspiel daraus. Und zwar schreibt mir einfach. Ich mache das Gewinnspiel bei dem Neuzugänge-Video. Und da stelle ich euch die Frage und dann könnt ihr das gewinnen. Also, wenn ihr Xbox habt,
Der kann das dann bei mir gewinnen, bei meinen bei meinen Neuzugänge-Video. Ja, gucken uns mal die Disc an. Auch noch nichts dran. Ihr kriegt dann natürlich von mir, wenn ich das verlose, eine ganz neue Hülle. Dann habt ihr ein Spiel, das ganz neuwertig ist. Also die Disc hat nichts, die Anleitung wird wohl auch nichts haben. Und wie gesagt, das ist nur die Hülle, das wusste ich aber die wird dann auch bei mir ausgetauscht. Das ist die Anleitung, die sogar in Farbe ist. So muss das doch sein. Ja, ich und der Arno haben nämlich abgemacht, dass wir das Spiel verlosen. Und ja, wer Interesse an dem Spiel hat, der kann dann hier gerne mitmachen. Und dann verlose ich das für euch. Aber erst im Neuzugänge-Video. Ja, dann haben wir hier noch so ein altes Xbox-Reklame-Heftchen. Halo, das habe ich. Obsword, das habe ich noch nicht. Das muss ich mir irgendwann noch holen. Dead or Alive 3 habe ich. Project Gotham Racing habe ich auch. Bloodwake habe ich auch. Das, dieses Snowboard-Spiel, das habe ich nicht. Und Azurik habe ich auch noch nicht. Und Rally Sport Challenge, das habe ich auch nicht. Ich habe auch den zweiten Teil, den fand ich gut. Ja, und dann haben wir hier noch, was haben wir denn da noch? Durchblick, das offizielle Lösungsbuch. Und eine andere Xbox-Werbung. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da reingehört, aber gucken wir uns doch einfach mal an. Ja, hier haben wir Star Wars. Das habe ich auch noch nicht. Das ist eigentlich peinlich, dass ich das noch nicht habe. Shimmery 2, das habe ich. Blink, das habe ich auch. Steel Battalion habe ich nicht, weil da braucht man den coolen großen Controller. Hier Panzer Dragon Orta, das habe ich, das ist cool. Tom und Jerry und L3. Gab es das für die Xbox? Wusste ich gar nicht. Ja, Ninja Gaiden, das habe ich. Midnight Mafia, Metal Gear 2. Indiana Jones, das habe ich auch noch nicht. Joker Race Driver habe ich. MotoGP Jaga. Und das hat man hier. Bruce Force, das fand ich eigentlich sehr gut. Viele fanden das ja nicht so gut. Und Dead Alive Volleyball, das habe ich auch. So, ja, das war mein Unboxing. Also ich werde den Channel von Arno verlinken. Und ja, wie gesagt, im Neuzugänge-Video wird das Spiel verlost. Wer mitmachen will, guckt sich das Neuzugänge-Video an. Und ja, vielen Dank nochmal an der Stelle an dich, Arno. Und ja, hat mich sehr gefreut. Keine Sorge, die Spiele sind in guten Händen. Kommen jetzt in meine Sammlung und wenn ich 10 Xbox-Spiele habe wieder, ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt noch habe, dann kommt ein Collection-Video dazu und dann siehst du die nochmal und bei Neuzugänge-Video siehst du ihn auch natürlich nochmal und dann wird das verlost. Also wer es haben will, sollte bei Neuzugänge-Video bei dem Gewinnspiel mitmachen. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und den anderen Zuschauern natürlich auch und würde mich über eure Kommentare freuen und sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!